Guten Tag, mein Name ist Rainer Wehrarzt und ich möchte ein Problem aus der algorithmischen Geometrie vorstellen, nämlich einen Algorithmus zur Lösung des Problems, die Schnittpunkte von n-Liniensegmenten in der Ebene zu finden. Das Ganze würde ich über ein Sweep-Verfahren lösen. Das hier oben braucht uns nicht zu interessieren. Problemstellung nochmal, wir haben also die Ebene, zweidimensionalen Bereich, haben darin Liniensegmente, zeichne mal ein paar, so, noch eine zweite Linie, ein drittes Segment und noch ein viertes, das soll uns reichen. Und ich zeichne hier mal die X-Koordinate ein. So, das Problem haben wir und wir möchten jetzt ermitteln, die Schnittpunkte, also den Punkt und den Punkt. Das natürlich mit einem effizienten Verfahren, das gute Laufzeit hat. Wobei wir natürlich prinzipiell sagen können, dass wir auch alle Schnittpunkte berichten müssen. Also da kann es theoretisch natürlich n Quadrat viele geben. Entsprechend ist das Verfahren natürlich da nur so optimal, wie sich Anzahl Schnittpunkte finden. Das nennt sich auch output-sensitiv. Wie gesagt, ein Sweep-Verfahren, das heißt also, wir gehen wieder hin und bauen zunächst mal Ereignisse auf, eine Ereignisstruktur. Als Ereignisse wird hier verwendet jeweils der Startpunkt und der Endpunkt jedes Liniensegments. Das sind also zwei N-Viele. Und die werden erstmal beim Start des Algorithmus statisch in die Ereignisstruktur übernommen. Wir werden allerdings auch dynamische Ereignisse hinzufügen, nämlich die Schnittpunkte selbst benötigen wir, aus algorithmischen Gründen. Wichtig ist, dass man erkennt, dass wenn man eine hinreichend kleine Epsilon-Umgebung betrachtet, dass unmittelbar bevor ein Schnittpunkt ist, es immer eine Epsilon-Umgebung gibt, wo die beiden Segmente nächste Nachbarn sind. Darauf werden wir uns stützen. Und dafür, das kann man auch jetzt schon sagen, brauchen wir die Schnittpunkte, denn an so einem Schnittpunkt ändern sich die nächsten Nachbarn. Also zum Beispiel ist hier dieser Punkt der nächste Nachbar. Gut, den Fall habe ich jetzt hier natürlich nicht drin, aber die Endpunkte brauchen wir zum Beispiel. Also hier ist die Linie, das Segment, der nächste Nachbar. Nach dem Endpunkt ist es dann das hier. Ja, also auf jeden Fall werden in der Ereignisstruktur jetzt eben erstmal die Start- und Endpunkte vermerkt. Also sagen wir das mal. Start und Ende. Und da können wir auf jeden Fall schon mal sagen, das sind 2n-Viele. So, jetzt läuft der Sweep los. Die Sweepline trifft auf das erste Ereignis. Ich schreibe hier direkt mal die Sweep-Startstruktur. Nehmen, was verwarmen wir uns denn da? Sollte man natürlich auch noch sagen, in der Sweep-Startstruktur haben wir die aktiven Liniensegmente. Aktiv sind hier Liniensegmente. Aktiv sind hier diejenigen, die sich noch im Bereich deren Endpunkt noch nicht erreicht wurde. Und wir speichern die als Paar von Start- und Endpunkt. Paar von, ich nenne das mal Start- und Endpunkt. Zum jeweiligen x-Zeitpunkt wird dann die y-Koordinate berechnet. Wobei die in der Sweep-Status-Struktur auch so abgespeichert sind, dass wir die Ordnung möglichst rasch, die Nachbarschaftsordnung rasch herstellen können. Entsprechend in der Ereignisstruktur, wir haben eben dynamische Elemente, in der Ereignisstruktur brauchen wir auch eine Datenstruktur, die dynamische Elemente ermöglicht. Also da werden wir wahrscheinlich beispielsweise einen AVL-Baum verwenden. AVL-Baum, und der hat halt Laufzeit schon mal von O log n für Einfügen, Löschen, Suchen. Dass wir das schon mal haben. Hier wahrscheinlich auch was Ähnliches. Also wie gesagt, wir erreichen den ersten Punkt. Passiert noch gar nichts. Wird dieses erste Liniensegment in die Sweep-Status-Struktur eingetragen. Erreichen den zweiten Punkt. Wird das Segment eingetragen. Jetzt tritt ein Ereignis auf, also jetzt nehmen wir hier das
dass wir einen Nachbarn haben und bei einem neuen Endpunkt wird dann untersucht, ob wir, bei einem neuen Startpunkt wird dann untersucht, ob wir einen Schnitt haben. Dann wird der Schnitt halt eingetragen. Wir sehen übrigens, wir entdecken den Schnittpunkt vor dem auf X-Richtung liegend, früher liegenden. Dann wechseln wir die X-Koordinate, wechseln wir die X-Koordinate, entdecken noch einen neuen Startpunkt, überprüfen den mit seinem Nachbarn, der hat keinen Schnitt, und überprüfen den mit diesem Nachbarn, der hat einen Schnitt, also wird hier auch der Schnittpunkt eingetragen. Und die Schnittpunkte müssen natürlich auch in die Ereignisstruktur eingetragen werden. So, dann ist das nächste Event, was auftritt, dieser Schnittpunkt. Der wird dann untersucht, da ändern sich ja die Vor- und Nachfolger. Also hier würde man jetzt zum Beispiel wieder feststellen, dass er jetzt wieder sein unmittelbarer Nachfolger wird, also sein Nachbar im Vergleich zu ihm hier. Und deswegen würde man den Punkt hier nochmal feststellen. Da der Punkt aber schon in der Datenstruktur enthalten ist, muss die das abweisen aus Laufzeitgründen sinnvollerweise. Und damit haben wir dann maximal n Quadratfile in der Datenstruktur. So, ditto, wir erreichen den Endpunkt, dann wird das Liniensegment stirbt das. Jetzt müssen wir wieder einen Test machen, hier haben wir nichts drunter liegen, Test machen, ob sich Nachbarschaften ergeben. Schnittpunkt, wieder dasselbe Thema mit vorher, nachher. Hier sehen wir noch, dass der, dann haben wir einen Startpunkt, dann ist sein nächster Nachbar erstmal noch dieses Segment, wird nichts erkannt, ein Endpunkt, dann wird das entfernt, er hat einen neuen Nachbarn und damit wird dieser Schnittpunkt erkannt. Und so weiter, bis wir dann fertig sind. Das heißt, wir haben drei Ereignisse, die wir behandeln müssen. Das ist eben erstens neuer Startpunkt. In dem Fall haben wir zwei nächste Nachbarn, zwei neue nächste Nachbarn und dann zwei Nachbarn testen auf Schnitt und gegebenenfalls einfügen. Der Schnittebenentest, den unterstellen wir als in konstanter Zeit ausführbar, ist da auch, ist einfach nur Rechnerei. Dann aber gegebenenfalls einfügen, sodass das also hier durchaus zweimal O log n haben kann. Also sagen wir mal zweimal log n. So, dann haben wir neuer Endpunkt. Wäre die Situation, dann müssen wir, fällt der weg und die beiden bekommen, sind wieder neue Nachbarn, also ein Nachbartest, einen Nachbarn testen. Also einmal log n. Und dann haben wir drittens den Schnittpunkt. Davon tauschen wir Vorgänger und Nachfolger, Nachbarn. Das heißt, wir brauchen wieder zwei Tests, weil wir die Vorgänger und Nachfolger dann jeweils testen müssen. Also wieder zwei Nachbarn testen. Also haben wir da auch zweimal log n, sofern wir dann einen neuen Schnittpunkt entdecken. So, und das Ganze, die Sweep-Struktur haben wir gesehen, die hier drüber läuft, die Schleife, die läuft eben in 2n plus k Zeit. Also die hat 2n plus k Zeit. Das ist natürlich in O n plus k enthalten. Und in dieser Zeit werden jeweils log n durchgeführt. Das heißt also, wenn man das zusammennimmt, also je log n, heißt also zusammengenommen haben wir eine Laufzeit von n plus k mal log n für diesen Sweep-Algorithmus. Das ist nahe am Optimum, ist aber nicht optimal, weil nämlich beweisbar die untere Schranke für die Problemstellung bei Omega
n log n, aber wir müssen trotzdem jeden Punkt berichten, plus k liegt. Dieser Beweis, den würde ich jetzt hier nicht führen, den führt man beispielsweise durch Reduktion von Epsilon Closeness auf dieses Problem. Da wird mit verschiedenen Liniensegmenten gearbeitet, die in Epsilon-Abstand sind. Ja, jetzt ist noch, ja, lassen wir es damit erstmal gut sein.